Das Wort hat jetzt der Kollege Frank Heinrich von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr dankbar, dass ganz am Anfang der Debatte ein Kollege von mir mit folgendem Satz begonnen hat. Woher kommen wir? Herr Rehberg hat das gesagt. Und in der ganzen Debatte sind wir immer wieder dahin zurückgekehrt zu der Frage, woher beginnt denn die Überleitung, die im Titel dieser Debatte steht? Ich möchte trotzdem den Bogen spannen. Bei einer Überleitung denkt man an eine Brücke, denkt man an etwas, woher, dann muss auch es ein Wohin geben. Und ich bin dankbar, dass Sie, Frau Lazar, gesagt haben, wir wollen eine Perspektive haben, wo das dann auch mal landen soll. Es ist so viel zu den Anträgen von Ihnen gesagt worden, von den Linken, nicht nur heute und wie der Kollege Kolb gesagt hat, auch wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Die 19 Anträge sind unseres Erachtens nach nicht im ureigensten Interesse der Gruppen, für die Sie hier sprechen. Das Vorgehen wird keiner, und manche sagen uns das sogar, oder kaum einer der Gruppen gerecht. Da wird instrumentalisiert und es riecht nach seltsamen Motiven. Herr Gysi, wenn Sie hier sagen, dass der Grund, keinen Antrag bezüglich der Flüchtlinge hier einzurichten, zu stellen, der ist, dass die gerne eine gemeinsame Sache machen wollen, dann habe ich das von anderen Gruppierungen auch schon gehört. Dann dürften Sie die auch nicht vertreten. Am Ende kann die Linke letztlich allen dieser Gruppen sagen, wir haben uns für sie eingesetzt. Und Frau Schmidt, da haben Sie vollkommen recht, das ist ein Stück weit wirklich Populismus. Denn wir hören, wir haben miteinander darüber gesprochen, aus den Gruppen andere Einstellungen dazu. Die Komplexität dessen, was wir hier geleistet haben, es ist inzwischen zur Genüge gesagt worden, dass das eine super gesellschaftliche Leistung, die ihresgleichen sucht, ist, die Komplexität dieser Lösung, die dann noch nötig sein kann, kommunizieren Sie dann aber nicht. Weil es nämlich viel zu schwierig ist, das in drei Sätzen zu sagen. Herr Schreiner, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da sind die 63 Zusatz- und Sonderversorgungssysteme. Da ist die juristische Realität, die vielem davon im Weg steht. Da hat das Bundesverfassungsgericht die Rechtmäßigkeit, die Verfassungsmäßigkeit bestätigt. Das ist die UN-Menschenrechtskommission damit befasst worden und hat dem Ganzen stattgegeben. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, das ist so nicht widersprüchlich. Da gab es die Grundsätze des Bundessozialgerichts, rentenrechtliche Regelungen im SGB. So viele Dinge muss man dazu sagen, wenn man solche einfachen Forderungen polemisch, wie ich es meine, nutzen möchte. Und auch die Fachleute, die ja auch Sie gehört haben in den Anhörungen, waren eindeutig. Dazu gab es Bedingungen und Prinzipien, über die wir nicht einfach springen dürfen. Der Gleichheitsgrundsatz. Wir haben hier von Ost und West gesprochen, aber der muss auf beiden Seiten gewährleistet sein. Herr Scharf, das haben Sie erwähnt in Ihrer Zwischenfrage. Der Grundsatz der Lohn- und Beitragsbezogenheit ist ein hohes Gut in unserem Land. Und die Systematik der auch schon vorher bestehenden Rechtsverordnungen und die Vorgaben im Einigungsvertrag. Da können wir nicht einfach drüber weg. Das halte ich eben für polemisch, dass Sie das damit einfach tun und so einfach kommunizieren wollen. Die Frage, die sich mir stellt, wie ernsthaft nehmen Sie dieses Anliegen tatsächlich, wenn einzelne kleine Nachbesserungen nötig sind, dann sind wir bereit, daran mitzuarbeiten. Die meisten der Forderungen sind allerdings realitätsfern. Insbesondere wenn Sie, da bin ich vollkommen mit den Kollegen mit der SPD einig, Anträge für Personengruppen mit großer Nähe zum Staat, wie man das jetzt mal allgemein sagen kann, formulieren. Eines noch ganz persönlich. In der Debattenkultur, in der politischen Auseinandersetzung. Sie stellen sich hier hin und fordern, dass wir alle gemeinsam das so entscheiden sollen. Als ob Sie die Anliegen vertreten. Ich verstehe nicht, dass seit ich im Bundestag bin und der Sprecher meiner Fraktion zu diesem konkreten Thema, der Berichterstatter, dass nicht einer von Ihnen sich mal mit mir zusammengesetzt hat und gesagt hat, das Anliegen ist uns so wichtig, dass wir das gemeinsam bewegen sollen. Kein Versuch Ihrerseits, Gespräche dieser bilateralen Art, das ist mit den anderen Fraktionen anders gewesen. Und ob das dann wirklich ein Anliegen um der Sache willen ist, möchte ich zumindest bezweifeln. Ein zweiter Gedanke, nachdem ich zum einen
nämlich wirklich die Frage stellt, inwiefern es Ihnen hier um Quantität, 19 Anträge, anstatt um Qualität geht, ist es die Frage nach dem Wort gerecht. In all Ihren Anträgen kommt das Wort gerecht vor. Ich habe durch die Wende, das haben wir an keiner Stelle verschwiegen und ich auch in meinen Reden explizit hier gesagt, sind Ungerechtigkeiten passiert. Sie haben das von uns an verschiedenen Stellen gehört. Durch Stichtage, Herr Kober hat das gesagt, durch Fristenregelungen. Und doch sind wir in unserem Rechtssystem an diese Regeln gebunden. Welche Gerechtigkeit spielen wir gegen welche aus? Generationengerechtigkeit? Einzelfallgerechtigkeit? Und dann brauchen wir Rechtssicherheit für die dann Kommenden? Gestern telefonierte ich mit einer Frau, ungefähr meiner Altersgruppe, und sie sagte mir in etwa Folgendes. Egal wie wir in dieser zugegebenermaßen verfahrenen und teilweise ungerechten Situation entscheiden, wir werden immer wieder neue Ungerechtigkeiten schaffen, wegen eben der Komplexität. Gestern fiel dann auch der Begriff in einem weiteren Gespräch der Minimalstungerechtigkeit, die wir anstreben. Und ich glaube, da sind wir mit den momentanen Möglichkeiten nahe dran gekommen. Wir wollen schauen, das ist das unsere Haltung als Koalition, das ist deshalb auch im Koalitionsvertrag verankert, dass wir so nah wie möglich an die Möglichkeiten, an die Grundsätze kommen der Gerechtigkeit. Aber da ist die Grenze des Einzelfalls. Da kommt das Gesetz nicht bis hinein und schon gar nicht bei einem so starken Bruch in der deutschen Geschichte. Einschließlich der Fehler, die auch noch danach, wohlgemerkt danach, gemacht wurden. Ich denke also, das Wort Minimalstungerechtigkeit, an dem wir nah dran sind. Und jetzt gibt es noch Möglichkeiten des Weiterdiskutierens. Sie redeten vorhin in der Opposition von einer Fondslösung, die auszugleichen versucht, die größten Schwierigkeiten und die größten Schärfen, die durch die Gesetze passiert sind. Wir setzen uns da zusammen, das haben wir schon vereinbart. Wie diese Fondslösung und ob es eine Fondslösung ist, kann ich so noch nicht sagen. Insgesamt betrachtet, unterstreiche ich nochmal, es war eine gewaltige gesellschaftliche Leistung. Das hat sich durchgetragen und das haben Sie an einer Stelle auch in Ihrem Antrag, fairerweise muss ich das sagen, geschrieben. Aber die wirtschaftlichen Fehler von vor der Wende und noch dazu niedergeschlagen in unzähligen Lebensläufen, in die widerrechtlich eingegriffen wurde, die kann man heute nicht, trotz aller Bestrebungen und rechtmäßigen Bestrebungen, nicht einfach ausgleichen. Gerechtigkeit kann man nicht gegen Gerechtigkeit aufwiegen. Auch ein demokratischer Rechtsstaat kann das nicht. Ich komme zum Ende. Das Anliegen, woher, wohin? Wo wollen wir hin? Wir wollen zu einem einheitlichen Rentenrecht, da haben wir uns zu bekannt. Deshalb werden wir uns auch mit Ihnen auseinandersetzen, Herr Strengmann-Kuhn, Herr Scharf, Sie haben darauf hingewiesen. Wir unterstützen dieses Bestreben, allerdings darf es da keine erneuten Gruppen geben, die benachteiligt werden. Wir gehen das an, wir werden in diesem Jahr damit beginnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.